Okay, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Maximilian Wolf. Ganz, ganz liebe Grüße aus Augsburg. Was erwartet Sie die nächsten 30 Minuten? Der Engpass der Branche. Wie komme ich an Objekte? Wie schaffe ich es innerhalb von 4 Wochen Off-Market-Immobilien zu akquirieren? Ich werde Ihnen zeigen, wie ich es mit 3 Fließbändern gebaut habe. Man kann auch in der Immobilienbranche Fließbänder bauen. Einmal das Netzwerkfließband, die Kaltakquise und zum Schluss die sozialen Medien. Ich werde Ihnen zeigen, wie ich es geschafft habe, in kürzester Zeit, wie wir Stand heute, wo ich heute Morgen nachgeschaut habe, knapp 100 Immobilien im Vertrieb haben mit 2 Standorten in Augsburg und München. Ja, wir haben weitere Standorte, die haben wir aber in diesem Jahr erst begonnen. Ich werde Ihnen zeigen, wie man Digitalisierung nutzen kann, um relativ einfach und schnell präsent am Markt zu werden und auch große Player wie Sparkassen zu überholen, was uns gelungen ist im letzten Jahr bereits in unserem dritten vollen Geschäftsjahr. Ich werde Ihnen aber auch zeigen, wie Sie als Makler dreimal Provision mit einem Objekt bekommen können. Sie werden jetzt sagen, nein, das geht nicht, doch es geht. Doch ich möchte mich erstmal vorstellen, Maximilian Wolf. Ich möchte Ihnen mein Geschäftsmodell näher bringen. Ich habe hier einen Flipchart aufgebaut. Mir ist wichtig, dass Sie am Anfang das gesamte Konzept verstehen, weil das zum Schluss ineinander greift. Ich bin Geschäftsführer der OPM Beteiligungs GmbH, die Sinn und Zweck hat, Immobilien zu finden und zu entwickeln. Ich bin Projektentwickler, eigentlich im Kerngeschäft. Das ist das, wo ich in die Immobilienbranche vor 7 Jahren eingestiegen bin. Und ich habe mich auf die Knappheit am Markt konzentriert, nämlich nur Objekte zu finden, weil genügend Geld am Markt da ist. Und dann habe ich hier den rechten Part. Ich habe mir Investoren gesucht, wo wir eben Immobilien entwickeln. Dann ist der Punkt gekommen, wo wir so viele Objekte bekommen haben und ich hatte keinen Vertrieb. Aber ich musste gegenüber meinen Investoren zeigen, dass ich auch den Vertrieb kontrollieren kann und auch hier in der Reputation dem Investor die Sicherheit gebe, dass wir mit seinen Objekten, mit seinem Geld auch keine Unfug betreiben. Und dann habe ich mich entschieden, im Juli 2017 eine eigene Maklergesellschaft aufzubauen, die Bricks and Mortar Immobilien GmbH, aktuell mit 5 Standorten. Und dann ist Folgendes passiert und das ist dann zu meinem Geschäftsmodell geworden, nämlich wir haben hier entwickelt und haben die Objekte rüber in Vertrieb gegeben und waren so eigentlich zufrieden. Wir hatten ursprünglich nie vor, ins Maklerbusiness einzusteigen. Dann ist aber Folgendes passiert und das war dann so der Erfolg von dem Ganzen, dass wir Standorte hatten und die haben uns jetzt auch Objekte zurückgespielt. Und das war der Zeitpunkt zu sagen, jetzt mache ich ein professionelles Immobilienbüro auf. Ich habe dann noch parallel hier oben eine eigene Werbegesellschaft mir angeeignet, um eben diese Digitalisierung zu nutzen. Plus, ich habe dann hier unten noch eine eigene Akademie aufgebaut. Was das damit auf sich hat, da komme ich dann später dazu, das löse ich dann auf. Mir ist nur wichtig, dass Sie verstehen, ich habe eine Beteiligungsgesellschaft, ich entwickle Objekte, gebe die rüber und die geben es mir zurück. Ein paar Zahlen, da können wir die Folie kurz einblenden. Wir haben es geschafft, im letzten Jahr mehr als 150 Millionen Beurkundungssumme zu erzielen. Wir haben mittlerweile 5 Standorte, 2 Hauptstandorte Augsburg und München. Wir sind 28 Mitarbeiter. Wir sind im dritten vollen Geschäftsjahr, also in 2021 im vierten vollen Geschäftsjahr. Mir hat jeder gesagt, Max, wir sind am schwersten Markt in Deutschland, in Augsburg und in München. München hochpreisig, das wird nie funktionieren. Und wie wir das gemacht haben, genau darum geht es. Und das zeige ich Ihnen. Jetzt wird es spannend. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell bauen? Und ich gehe immer sehr analytisch an etwas ran und habe mir eine Spielfeldkanone aufgebaut. Diese Spielfeldkanone, die wir bitte einblenden, das ist das Herzstück von dem Ganzen. In der Spielfeldkanone geht es darum, ich habe definiert, was ist die Aufgabe eines Maklers, was mag er, was mag er nicht. Ich will die Stärken fördern und ich will die Schwächen ausmerzen. Und da ist diese Umsatzkanone eben entstanden. Ich habe diese 4 Säulen definiert für meinen Vertrieb, nämlich Verkaufen, Netzwerk, Kaltakquise und Sichtbarkeit. Und im Verkaufen, das gehört eben zum Maklertum dazu, geht es um diese Spielfeldkanone als allererstes. Sie sehen jetzt auf der linken Seite den Ankauf, rechts den Verkauf. Verkaufen gehört momentan dazu. Wir müssen aber erst die Objekte dazu akquirieren. Und oben sehen Sie die Dinge, die der Makler nicht mag. Er mag IT nicht, Netzwerk, Human Resources, Finanzen und Marketing. Das habe ich ihm weggenommen, damit er wirklich einzelne Dinge immer wiederkehrend tut mit hoher Schlagzahl. Schlagzahl kommt vor Schlagkraft. Wenn ich eine hohe Schlagzahl fahre, werde ich besser.
Und auf der linken Seite sehen Sie den Investor-Bereich. Ich nenne das bei mir die zweite Identität. Das ist jetzt kein Spionagefilm à la James Bond, sondern mit dieser zweiten Identität können meine Makler am Markt als Akquisiteure für Liegenschaften auftreten. Sie positionieren sich anders, sie sind keine Makler und müssen mit anderen Maklern drum kämpfen, sondern ich habe mir überlegt, wenn ich es schaffe, Objekte zu kaufen über andere mit dem Versprechen, diese wieder in Vertrieb zu bekommen, habe ich einen Wettbewerbsvorteil am Markt. Natürlich treten wir auch als Makler auf für Immobilien, aber ganz wichtig, wir können mit der zweiten Identität auftreten, Akquisiteure für Liegenschaften, für vermögende Menschen. Wer sind diese Akquisiteure, wer sind diese Menschen, die hinten als Investoren dienen? Es gibt Projektentwickler am Markt, es gibt Investoren, es gibt Baufirmen. All diese Menschen haben ein Thema, die suchen auch Objekte wie wir. Die haben Netzwerke, wir haben Netzwerke. Wenn ich es jetzt schaffe, den Menschen mit dem Versprechen, eine Immobilie zu vermitteln, wenn ich weiß, was die suchen, dann kann ich das Versprechen abverlangen, dass ich das Objekt wieder zurückbekomme, entwickelt und dann in Vertrieb gehe. Und jetzt löse ich auch auf, eingangs, wie kann ich als Makler es schaffen, dreimal Provision zu bekommen? Nämlich über die Wertschöpfungskette, auf die ich nachher dann nochmal näher eingehe. Aber wenn Sie jetzt ein Objekt haben, Sie vermitteln das an einen Investor, der damit Projektentwicklung betreibt, kriegen Sie das erste Mal Cottage. Wenn der Ihnen jetzt verspricht, dass er das Ganze Ihnen zurückgibt, weil der nach der Phase 2 verkaufen will, können Sie das wieder verkaufen mit der ersten Wertschöpfungssteigerung. Zum Beispiel an eine Baufirma, weil die sucht ja auch Projekte, die entwickelt sind. Das heißt, Sie kriegen jetzt zweites Mal Provision mit einem höheren Verkaufsvolumen. Als Beispiel einmal, Sie fangen mit 1 Million an, kriegen Ihre Cottage von 4%, 40.000 Euro. Jetzt vermitteln Sie es an die Baufirma. Die Baufirma entwickelt es, höheres Verkaufsvolumen, wieder mit dem Versprechen, Sie kriegen es zurück. Also wenn Sie an die vermittelt haben, zweite Provision und zum Schluss ist das Mehrfamilienhaus fertig. Sie haben den Auftrag und Sie können es an den Endkonsumenten verkaufen, somit das dritte Mal Provision. Einfach nur, weil Sie sich Gedanken gemacht haben, wie die Wertschöpfungskette funktioniert. Verkaufen ist aber auch noch mehr. Ich muss meinen Elevator-Pitch beherrschen. Wir haben dann festgestellt, die meisten Menschen können nicht in 60 Sekunden sagen, wer sie sind, also im Fahrstuhl dem Gegenüber und welchen Mehrwert sie bieten, was sie brauchen. Unsere Elevator-Pitches, mein Name ist Maximilian Wolf, wir sind Akquisiteure für Liegenschaften, für vermögende Menschen, indem wir die ganze Woche nichts anderes machen wie Hebammen, Kaminkehrer, Leichenbestatter, Bofrost, Telekom-Mitarbeiter bis hin zu Entrümplern, anderen Maklern und Notaren, Anwälten, diese klassischen Zielgruppenbesitzer akquirieren. Ich wiederhole, wir sind Akquisiteure für Liegenschaften, für vermögende Menschen, weil wir dies, das und jenes in Hebammen, Kaminkehrer, Leichenbestatter machen. Somit suggerieren wir dem Gegenüber sofort, was wir suchen. Wir sind nicht nur Makler, was ja oft in Deutschland leider verrufen ist, aber wir suchen Objekte. Egal mit wem wir sprechen, über diesen Pitch ist eins ganz klar, unser Kerngeschäft ist die Akquise von Objekten, weil darum geht es aktuell am Markt. Das ist der Elevator-Pitch. So. Und der letzte Teil vom Baustein Verkaufen war, ich muss meinem Team Verkaufen beibringen und Verkaufen nicht als Drückerkonlolle, sondern ich muss verstehen, es gibt 4 Phasen. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte. Und hier gibt es einen Haken, wo die meisten eben aussteigen. Bedarf, also Kennenlernen, ich mache das jetzt ganz kurz, dann die Bedarfsanalyse. Und das Wichtigste ist, Verkaufen funktioniert nur über die Bedarfsanalyse. Wenn ich vom Gegenüber erfahre, was ist sein Schmerz, was ist sein Kaufmotiv. Wir Menschen kaufen aus 2 Dingen, aus Lust oder Schmerz. Das hat auch Herr Limbeck am Anfang in seinem Vortrag genannt. Und wenn ich das gezielt hier frage, kann ich ihm in der 4. Phase ein Angebot machen, was leider die wenigsten auch nicht machen, und zum Schluss die Abschlussfrage stellen für den Auftrag. Also, ich habe hier Kennenlernen, Bedarfsanalyse, das Wichtigste überhaupt. Die Kaufbereitschaftsfrage, nur mal angenommen, wir würden Ihnen all die Dinge aus Punkt 2 lösen, würden Sie dann mit uns zusammenarbeiten? Ja, dann Angebot, Abschluss, wenn ein Einwand kommt, und auch das muss man als Verkäufer wissen, gerade als Makler, es kommt zu 90% in den Fällen ein Einwand. Wir haben 32 Einwände identifiziert, weil es sind immer die gleichen Dinge. Ich mag keinen Makler, ich habe keine Zeit, ich möchte die Cottage selber. Und da gibt es Techniken, eine Einwandbehandlung.
Wenn ich zum Beispiel höre, ich mag keinen Makler, verstehe ich, ich höre hier raus, Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht. Warum ist das denn so? Dann bleibe ich im Gespräch, der Kunde öffnet sich, merkt meine Kompetenz und zum Schluss merkt er, dass seine Immobilie in guten Händen ist. Ich habe keine Zeit. Ah, ich merke, lieber Kunde, Zeit ist ein wichtiges Gut. Nur mal angenommen, ich würde Ihnen andere Dinge zeigen, wie Sie mehr Zeit sparen und einen besseren Preis für Ihre Immobilie erzielen. Würden Sie dann mit uns zusammenarbeiten? Das ist der Punkt Verkaufen. Dann sind wir schon in dem ersten Block durch, weil der gehört einfach dazu. Das ist der Baukasten, den ich als Makler verstehen muss. Wenn ein Kunde Nein sagt, bei uns sagt auch nicht jeder Kunde Ja. Aber wir haben eine wesentlich höhere Erfolgsquote, weil wir halt uns einfach optimal verkaufen, auf den Kunden uns einstellen und schauen, warum verkauft er seine Immobilie. Einfach fragen. So, das ist der erste Punkt. Das ist die elementare Basis für erfolgreiche Objektakquise. Weil auch wenn ich Objekte akquiriere, muss ich den Schmerz erfragen, warum verkaufen Sie Ihre Immobilie? Ist Ihnen Geschwindigkeit wichtig oder Ertrag? Und dann kann ich ihm die Lösungen bauen, er vertraut mir. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt, das Thema Netzwerken. Netzwerken ist eines von drei Produktionslinien bei uns in der Firma und in meinen Augen ist die unumgänglich. Viele glauben immer, die Digitalisierung ist der heilige Gral. Nein, ist es nicht. Immobilie in meinen Augen, ich kann nur für mich sprechen, wird immer Business to Business bleiben, also People to People Business. Wir müssen netzwerken, wir müssen die Zielgruppenbesitzer identifizieren. Wer sind die Menschen am Markt, die wissen, wo Immobilien aufgrund von Scheidung, Todesfall oder Veränderung von wohnwirtschaftlichen Zwecken passieren? Wir haben die identifiziert, ich hatte Ihnen die schon eingangs genannt. Wir haben Hebammen, Kaminkehrer, Leichenbestatter, Bofors, Telekom-Mitarbeiter, Entrümpler bis hin zu anderen Maklern, wo ich jetzt, wenn ich eine zweite Identität als Akquisiteur habe, auf einmal auch nicht mehr mit Maklern im Wettbewerb stehe. Ich kann sagen, pass mal auf, ja, ich bin Makler, aber ich habe Kunden, die kaufen. Würdest du mir das geben, weil ich kaufe? Alles ist geklärt. Wir können sofort zum Notar gehen. Netzwerken funktioniert immer dann, wenn ich dem Gegenüber einen Mehrwert gebe. Ich stelle leider immer wieder fest, dass die meisten Menschen beim Netzwerken erstmal gucken, was zu ziehen, anstatt was zu geben. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Hausverwaltungen sind auch ein Netzwerkpartner von uns. Da rufen die Leute an und sagen, ja, Sie sind Hausverwalter, könnten Sie uns nicht mal nennen, wo bei Ihnen zukünftig was verkauft wird? Welchen Mehrwert soll die Hausverwaltung haben? Wenn ich dort anrufe und sage, liebe Hausverwaltung, mein Name ist Max Wolf, Akquisiteur für Liegenschaften. Wir haben vermögende Menschen, die große Mehrfamilienhäuser haben und Sie sind mir empfohlen worden als Hausverwaltung. Wäre es vielleicht mal für Sie interessant, dass wir uns zusammensetzen für eine Zusammenarbeit? Peng, habe ich einen Termin und kann jetzt im Termin dann auch gucken, matcht das miteinander, haben wir beide einen Mehrwert, um dann Huckepack Netzwerk zu machen. Da komme ich gleich dazu. Wichtig ist, ich muss verstehen als Makler, auch das stellen wir immer wieder fest. Wer sind die Player am Markt? Wer ist dieser Zielgruppenbesitzer? Wer sind die Projektentwickler in deiner Stadt? Also wer dreht hier Immobilienvolumen? Wer sind die Bauträger? Weil ich habe mir auf der Spielfeldkanone auch Gedanken gemacht. Wer sind Player, die größere Ticketgrößen haben, nennen wir das bei uns im Unternehmen? Wir wollten nicht immer nur die Wohnung für 200.000, 300.000 Euro vermitteln, sondern wir wollten auch mal die Wohnung mit 1 Million, 2, 4 Millionen vermitteln. Wir wollten Bauträger für uns gewinnen, aber Bauträger haben auch gewisse Schmerzen, die man ihnen abarbeiten muss. Ein Bauträger zum Beispiel muss garantiert bekommen, dass er in den ersten Wochen die größte Anfrage an Immobilienkäufern eben bekommt, dass die sauber abgearbeitet sind. Wer kümmert sich am Wochenende am Objekt? Ist man ein alleiniger Verkäufer oder sind am Wochenende 2 im Container? Reporting, ein ganz wichtiger Punkt. Der Bauträger muss reported bekommen, automatisiert am Montag, wie viele Anfragen, wie viele Absagen, wie viele Anfragen Social Media, wie viele Notartermine, all diese Dinge. Wenn ich weiß, wer die Player am Markt sind, kann ich mich im Netzwerken drauf einstellen. Dann die Wertschöpfungskette, wenn wir die mal ganz kurz einblenden. Die Wertschöpfungskette ist für mich unumgänglich. Weil wenn ich weiß, wer welche Player am Markt welche Interessen hat, kann ich mich auf diese Wertschöpfungskette einstellen, kann die Lösungen bieten mit meiner zweiten Identität. Ich fülle meinen Baukasten hinten, indem ich die Player in diesem zweiten Identitätskasten, nämlich den Investoren, Bauträger, Fix und Flipper, habe. Also nicht Flipper von meiner Kindheit, der Delfin, sondern Wohnung kaufen, fixen und dann flippen, wieder weiter verkaufen. Das heißt, ich biete diesen Leuten einen Mehrwert
und bekommst zurück. Und diese Wertschöpfungskette finden, projektieren, bauen und Vertrieb habe ich für mich entwickelt, um zu verstehen, wer die Player am Markt sind. So, und dann habe ich mir überlegt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp an Sie alle. Wir kennen das aus unserem privaten Umfeld. Wer sind die Menschen, die, wie kann ich die an mich binden? Also, dass die auch mir zuerst die Informationen geben. Wir machen bei uns in der Primo regelmäßig Eventveranstaltungen, von kleinen Events, wo wir andere Netzwerk-Tippgeber-Partner einladen, auf Dirk-Reuter-Veranstaltungen, Jürgen-Höller-Veranstaltungen. Wir kommen ins Du mit diesen Menschen, wir vertrauen uns und so geht das weiter. Dann gibt es einen zweiten Circle, wo wir FC Bayern-Karten haben, FC Augsburg-Karten im VIP-Bereich, da nehmen wir die Kunden mit. Wir machen aber auch eine Primo-Bond-Night. Wir hätten letztes Jahr, zu Corona kam dann leider dazwischen, eine Primo Bond Night, einen ganzen Kinosaal gemietet und hätten einfach Netzwerkpartner eingeladen und denen erzählt, wir suchen Objekte. Dann Endstadium, den kleinen Circle zu einer ordentlichen Weihnachtsfeier mit Mitarbeitern, ihren Lebenspartnern einladen, weil wir arbeiten das ganze Jahr zusammen, so vernetzen wir uns, so vertrauen wir uns, so spielen wir uns regelmäßig Objekte gegenseitig zu. Weiteres Fließband, Kaltakquise. Oder ganz kurz noch zum Netzwerken. Nutzen Sie Huckepack-Netzwerk. Es kommt aus dem Huckepack-Marketing, habe ich den Begriff Huckepack-Netzwerk. Wenn ich in meinem System, in meinem Baukasten Player wie Baufirmen habe, dann kann ich die zum Beispiel anzapfen und denen einen Mehrwert bieten. Kleiner Tipp noch, by the way, kontaktieren Sie Wohnungsverkäufer von großen Wohnbaugesellschaften. Oft haben die kein Interesse, diese Immobilien zu vermitteln. Wenn Sie aber jetzt wissen, dass die Lieschen Müller 70 Jahre ihr Haus verkauft, weil der Garten zu groß wird, die Wohnung, das Haus zu aufwendig zum Putzen, die sich im Alter meistens eine Wohnung sucht, dann mit diesem Wohnungsverkäufer der großen Hausbaugesellschaften sprechen, hier ein Match machen, haben Sie einen zweiten oder einen weiteren Zuträger, wer Ihnen Objekte liefert. Und da haben wir einen ganzen Kasten gebaut, um diese Menschen zu kontaktieren. Drittes oder zweites Fließband, Kaltakquise. Sie als Makler müssen, und ich sage wirklich müssen, Kaltakquise ist unumgänglich. Ich persönlich mag es auch nicht. Da muss man sich ein Team um sich herum aufbauen, muss genau hier zielgruppenorientiert Verkäufer suchen, die das in Perfektion können und mögen. Und was ist das? Menschen, die ihre Immobilie ohne Makler verkaufen. Auch diese Menschen kann man angehen. Wir haben dann eine E-Mail, wie wir die Leute anschreiben, über, nicht Sprengnetter, jetzt kommt, IMV-Listen, die holen wir uns, da sind die alle gebündelt und dann kontaktieren wir die über E-Mail, die melden sich bei uns, wir haben einen Termin, klappt nicht immer, wir haben eine Quote von 1 zu 4, also wir haben 4 Termine, auch das tracken wir und haben dann einen Alleinauftrag. Somit zweites Fließband. Wichtig, was auch der Herr Limbeck gesagt hat, Follow-up. Wenn ein Kunde Nein bei uns sagt, dann bleiben wir trotzdem dran. Wir hatten ja schon ein E-Mail von ihm bekommen, wir haben einen Termin bekommen und dann ein Nein. Und jetzt kontaktieren wir den Kunden auch im Nachgang und schauen, was hier eben Sache ist, ob er hier uns weiterhelfen kann, ob wir ihm helfen können, um ihm seine Objekte ordentlich zu vertreiben. Ja, das sind das zweite Fließband. Wir haben auch eine Vermarktungsstrategie, eine 5-Schritte-Vermarktungsstrategie, die wir anbieten. Wir bieten die Objekte vorneweg über vorgemerkte Kunden, über Kapitalanleger und Newsletter an. Das ist ein Verkaufstool, was wir nutzen, wo wir dem Markt suggerieren, wir stellen sie nicht nur online, da haben wir auch einen Verkaufsprospekt dazu. Den blenden wir Ihnen nachher dann auch kurz ein. Erst dann gehen wir in soziale Medien und zum Schluss stellen wir das Objekt erst online. Und da wären wir auch beim dritten Fließband, soziale Medien. Ich stelle fest, die Immobilienbranche verändert sich massiv. Jeder versucht irgendwie, irgendwo einen Kuchen der Digitalisierung, des Internet abzubekommen und meint, das ist der heilige Gral, weil wir uns oft auch über Internet blenden lassen von anderen Menschen, von anderen Unternehmen, weil wir ja gar nicht sehen, was eigentlich da dahinter steht und was da so passiert. Wir nutzen soziale Medien. Ich kann Ihnen eins sagen, wir haben letztes Jahr ein Jahr lang getestet, weil man muss verstehen, wie Internet funktioniert. Ich war vorletztes Jahr im Urlaub, da ging es noch in New York und meine Tochter hat mir erklärt, wie Instagram funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, ich war auf Facebook, bin da so reingewachsen. Ich habe erstmal lernen müssen, wer sind denn überhaupt die Player am Markt? Also wer kann diese ganzen Maschinen bedienen? Und wenn man weiß, wie es funktioniert,
dann ist es eine tolle ergänzende Geschichte, erfolgreich in Facebook zu investieren, weil diese Geräte, die jeder hier bei sich hat, die sind Gold wert. Sie können mit diesem System jeden Zielgruppen genau in ihrer Stadt bedienen. Dadurch passiert Folgendes: Sie kommen maßgeblich in die Sichtbarkeit. Sie werden sehr, sehr bekannt und dann passiert Folgendes: Sie machen Market Penetration. Market Penetration heißt, Sie haben einen Topf an Facebook und Menschen, die Ihnen folgen, füllen Ihren Topf, weil die aus irgendwelchen Gründen Sie gut finden, und jetzt werden die jeden Tag von Ihnen bedient. Man muss wissen, Facebook funktioniert so, Sie haben einen Algorithmus, alle Plattformen verkaufen Ihnen was, die wollen Sie auslesen. Es gibt nur eine Webseite, die das nicht tut, das ist Wikipedia. Alle anderen Anbieter sammeln Daten über Sie, über Ihr Verkaufsverhalten, um dann optimale Ergebnisse zu liefern. Sie stecken hinten 1 Euro rein, im besten Falle kommen dann vorne 5 Euro raus. Und dieser Facebook-Algorithmus funktioniert so, Sie stecken Geld rein und der lernt. Und der muss Geld lange bekommen über einen längeren Zeitraum. Bitte machen Sie eins nicht diese Dinge, die Ihnen im Internet angeboten werden, mit Marktpreisanalyse jetzt anfordern. Viele junge Menschen haben hier so ihre Branche Immobilien für sich gefunden und versprechen, dass sie Immobilien akquirieren. Das funktioniert leider so nicht, weil dieser Algorithmus muss lange gefüttert werden und er wird immer spitzer erlernt. Und wenn Sie aufhören, dann ist dieser so gemein, und er hört sofort wieder auf und Sie müssen wieder neu anfangen. Und da steigen die meisten aus, weil Sie müssen konstant in der Lage sein, ich sage mal ein Budget von 1.000 Euro im Monat, bis irgendwann mal das zu steigern über einen Zeitraum von 6 Monaten. Wir geben mittlerweile 40.000 Euro im Monat für Facebook aus, zum Akquirieren von Kunden, aber auch um die Sichtbarkeit unserer Objekte zum Verkauf zu nutzen, weil wir eine Strategie verfolgen: Je mehr Ad-Spend, Ads sind die Werbeanzeigen, desto mehr Market-Penetration, je mehr Market-Penetration, desto mehr Käufe. Wir haben auch nicht mit 40.000, 50.000 Euro im Monat begonnen. Wir haben ganz, ganz lange die Maschine gefüttert. Wir haben einen Performance-Marketer eingestellt. Das ist der Mensch, der die Werbetexte schreibt. Ich kann Ihnen eine Anekdote dazu erzählen. Ich habe die erste Werbeanzeige gesehen. Dann lese ich die durch und sage: Michi, so können wir die nicht machen. Das ist ja, wenn das meine Bekannten, Verwandten lesen, die meinen alle, ich habe einen Schuss. Ja, ich sitze hier am schönen Ammersee bei Sonnenuntergang und wenn mein Banker gleich liest, was ich dir jetzt erzähle, wird er mir den Kopf runterreißen. Da habe ich mich erstmal damit vereinen müssen, dass das so funktioniert. Ich habe gesagt, wir machen es nicht, wir machen meine Anzeige. Wir haben das Split-Testing parallel laufen lassen. Seine Anzeige war super, 40 Anfragen, bei mir 0. Also man muss auch hier wieder die Player, die Gesetze verstehen. Man muss Storytelling machen. Und wenn man diesen Performance-Marketer hat, den würde ich Ihnen immer empfehlen, in Ihrem eigenen Unternehmen zu installieren, dann können Sie über immer testen Ergebnisse erzielen. Sie werden dann feststellen, Dinge funktionieren 2 Wochen gut, dann funktionieren sie wieder 0,0. Aber so kriegen Sie die Erfahrungen, so sammeln Sie das. Ich bin mittlerweile Betreiber der Plattform IFMI. Ich verkaufe meine Immobilie.de. Auch das ist ein Leadmagnet, den wir bewerben neben unserer Bricks and Mortar Immobilien und hier Leads generieren. Sie müssen wissen, was Funnels sind. Funnels sind Verkaufsstraßen im Internet. Sie bauen eine Straße mit Call to Actions. Viele Makler, vielleicht ist da jetzt auch der ein oder andere dabei, kann ich Ihnen noch als Tipp geben: Ohne einen Funnel hinten dran wird überhaupt nichts passieren, werden überhaupt keine Anfragen kommen, weil Folgendes passiert. Sie verlinken auf Ihre Webseite. Im Internet holen Sie jemanden rein auf einen Schmerz, den müssen Sie ihn auf seiner Funnel, auf der Webseite lösen. Wenn er da andere Antworten bekommt, ist er wieder weg. Automatisierung zum Schluss noch. Wir haben uns OnOffice, das ist unsere Software, programmieren lassen, wo vollautomatisierte Dinge in der Digitalisierung wir nutzen. Wir verschicken automatische E-Mails beim Notartermin. Wir verschicken automatische E-Mails nach dem Notartermin. Einfach für Kundenbewertungen. Wir kontaktieren den Kunden regelmäßig vollautomatisiert. Kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der auch eine Immobilie verkaufen möchte? Und so gelingt es uns über Automatisierung, wo wir gar nichts machen müssen, mit dem Kunden ständig in Kontakt zu bleiben. Und dann eingangs noch zurück zu der Akademie. Auch das ist ein Bereich, den wir nun sehr, sehr extrem nutzen. Ich habe eine eigene digitale Plattform im Unternehmen geschaffen.
Ich biete mittlerweile bundesweit Coachings an. Warum mache ich das? Weil ich Leute kennenlernen will, damit wir unser Netzwerk erweitern. So, der tolle Vorteil für Sie ist, wenn Sie sowas auch persönlich einführen. Ich muss Dinge nicht immer wiederkehrend erzählen. Also ich nutze die Digitalisierung, dass ich meinem Team gewisse Prozesse aufbaue. PTCR-Methode, baue deine Prozesse, bringe sie ins Training. Da haben wir ein kleines Filmstudio, in dem wir uns gerade befinden, wo wir die gleichen Dinge immer wiederkehrend einsprechen, auch das Verkaufen. Somit kann jeder sich just in time abrufen, was sein Thema ist, wo er Schmerzen hat, wo er nicht weiterkommt. Das ist Digitalisierung, ein ganz, ganz wichtiger Baustein mit sozialen Medien. Man kann Kunden akquirieren, die Immobilien verkaufen. Das ist sehr, sehr schwer. Das dauert sehr lange und sehr kostenintensiv, aber man kann es für die Sichtbarkeit nutzen. Sichtbarkeit ist die Folge von Verkaufen und Netzwerken. Und wenn Sie das verstanden haben, dann können Sie in die Sichtbarkeit gehen. Viele wollen erst sichtbar werden, haben aber die Hausaufgaben vorne nicht gemacht. Ja, das waren meine drei Fließbänder, wie wir es schaffen, Off-Market zu akquirieren. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck dazu bekommen. Das Gemeine ist, es ist die Ankettung, wie oft im Leben, viele kleine Dinge ergeben zum Schluss das Ganze. Ja, wer jetzt Lust hat, mich noch zu verfolgen, ich habe einen eigenen YouTube-Channel, ich bin auf Instagram sehr, sehr aktiv. Unter www.primo-immobilien.de kann man sich mal unsere Webseite anschauen. Auch diese ist einmalig, behaupte ich persönlich. Der Herr Limbeck hat ja gesagt, die Digitalisierung, die Webseite ist was Wichtiges. Warum? Wir haben auf dieser Webseite, wenn Sie draufgehen, 4 Schnelleinstiegspunkte und wir haben 26 Landingpages, 26 Funnels, wo wir genau über Google Werbung schalten und den Kunden genau auf diesen Schmerz. Beispiel, ein Mensch, der ein Mehrfamilienhaus verkaufen will, hat einen anderen Schmerz wie jemand, der eine Wohnung verkaufen will. All das wird auf dieser Webseite abgeholt. Und dann bin ich fertig mit meinem Vortrag. Eine kleine kurze Zusammenfassung noch. Lernen Sie verkaufen, lernen Sie Ihren Baukasten, fangen an zu netzwerken. Netzwerken ist unumgänglich, immer erst geben und dann nehmen. Erst dann kommen Sie in die Sichtbarkeit und bauen Sie sich Fließbänder. Das hört sich lustig an, aber letztendlich immer Dinge automatisiert machen. Erfolgreiche Unternehmen suchen sich Kunden, die zum Unternehmen passen und nicht andersrum. Und wenn Sie diese drei Fließbänder haben, sich explizit mit Teammitgliedern auf die Stärken konzentrieren, Schlagzahl machen, dass sie besser werden in ihrem Tun, akzeptieren, dass es immer an ihnen selber liegt, nach Änderungen suchen, dann kommt automatisch diese Schwungrad-Akquise ins Schwingen und so schaffen sie es wie wir innerhalb von 3 Jahren, die Player Nummer 1 zu werden und größer wie die Kreissparkasse. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen geholfen, Sie konnten ein paar Dinge mitnehmen, Sie haben so die paar Nuggets, wo Sie sagen, Mensch, da kann ich anpacken, da kann ich ansetzen. Und dann wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß heute auf der Sprengnetter-Veranstaltung. Ich glaube, ich stehe nachher um 12:45 mit Fragen noch zur Verfügung. Und dann gebe ich wieder zurück zu Ihnen und ganz, ganz liebe Grüße aus Augsburg.